Hey und willkommen zur nächsten Folge von Zevtech Ages zusammen mit dem Kev. Hallo Kev. Hi. Er hätte nie gedacht, dass wir nochmal so ein Biom sehen. Allerdings, ich bin im tiefsten Dschungel angekommen und Kev hat letzte Folge, du hast Richtung Enderman ein bisschen gepusht und auch schon mal die ersten Astra Sorcery Sachen gemacht, ne? Echt so, also wir haben jetzt endlich einen Endermaner in der Welt. Sachen, die eigentlich völlig normal sind für Minecraft, aber wir haben sie jetzt endlich in der Welt. Ich habe ein paar davon geklatscht und die ersten Sachen gemacht. Also, dass wir können jetzt Mond, Wasser fangen oder wie auch immer, haben dann den Zauberstab damit zu craften, können auch Sternenenergie finden und haben jetzt einen Chunkloader. Genau. Und ich bin dazwischen so ein bisschen rumgeeiert. Ich habe mich von Schweinefleisch ernährt. Ich habe einfach alle seinen Tieren gerasiert, die auf dem Weg waren. Ich habe ein Sumpfbiom gefunden. Genauer gesagt zwei. Also hier unten ist eins. Hier ist auch nochmal ein Dorf. Und hier ist so ein komischer Tempel auch drin. Da ist vom Twilight Forest ein Firefly Jar. Weiß nicht, ob wir da mal... Ich habe ein Firefly Jar bekommen, was man damit machen kann, oder auch ein paar. Nimm mit, was du mit Totemic kannst. Torches sind, glaube ich, Deko-Sachen, aber. Also hier vorne war ein Biom, hier sind übelst die Palmen am Start. Und hier hinten war nochmal ein anderes Sumpfbiom, das wird getrennt von einem Sumpf. Also wir mussten Richtung Wüste laufen, wo uns jetzt also eher Richtung Süden, und dann bin ich jetzt nach. Was haben wir denn hier? Kohlsappel. Da bin ich Richtung Westen gelaufen einfach. Durch die Wüsten durch und nach hier hinten. Und hier vorne ist tatsächlich ein Sumpfus, Biomus, Maximus, Eskalationus. Und ich hoffe mal, dass ich mich hier durchbetteln kann. Ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher, wie wir von den Betweeners, also wir müssen vier Zutaten finden, ne? Da gibt es so Druidenaltare, da können auch Druiden spawnen. Und ich weiß gerade nicht mehr, wir müssen an diese... So vier Bausteine ran, so vier Pflanzenbausteine. Wie ich die kriege, muss ich die looten von den Viechern oder einfach nur den Altar bauen? Musst du nicht so einen Talisman machen? So einen Swamp-Talisman? Ja, genau, den craften wir aus den Teilen. Aber ich bin mir gar nicht mehr sicher, wo ich den herkriege. Du brauchst Moos, Slimy Bone und Life Crystal. Sekunde, at Between Lands. Moment, um ein Portal zu machen, brauchen wir... Wo habe ich das Ding denn? Hier, ein Swamp-Talisman, genau. Hey, warte mal ganz kurz. Oh nein. Nein, das sind Betweenlands Sachen. Entschuldigung. Das kannst du machen natürlich Crafting, aber das gibt es erst aus Betweenlands. Wir müssen im Druidenaltar, müssen wir diese Teile zusammenbasteln, aber ich weiß gerade nicht mehr genau, wie man die bekommt. Ich glaube, die droppt man von den Druiden, die da spawnen oder so. Und das muss ich probieren. Also ich habe hier Zeug dabei. Schwert ist in Toast direkt. Und dann guck. Also wie ist das? Du läufst da rum, ich bin ja nicht bei dir, und hast dann da einfach einen Altar, der schon aufgebaut ist, so ein Druidenaltar? Ja, genau. Das ist so einfach eine Struktur, die es bereits schon gibt. Und da ist auch ein Spawner drin, wo so Druiden spawnen. Und ich glaube, von denen droppt man die Dinger. Ich bin mir ganz sicher. Also das heißt, da musst du aber nur einige klatschen, dann craftest du irgendwas zusammen. Genau, aber den muss ich erstmal finden. Also Sumpfbiom habe ich und ich glaube, ich sehe einen ganz da hinten. Stark. Da sind solche runischen Symbole an der Seite und alles Mögliche. Und da ist ein Spawner drunter. Ich hoffe, dass sie mich nicht zerpflücken auch, ne? Weil ich habe ja auch keine Rüstung. Ich habe nur das Bronzeschwert und so. Ja, wir sollten unbedingt, also deswegen will ich halt auch unbedingt die Lava jetzt finden. Ich bin hier gerade fett auf der Suche, grab mich gerade runter bei uns an der Bar. Naja, dass wir uns endlich die Eisenrüstung schmelzen können, weißt du? So eine Rüstung wäre schon nicht schlecht. Den Altar habe ich jedenfalls gefunden. Oh, okay, oh, ein Druide. Er hat mich hochgeworfen in die Luft und hat sich unsichtbar gemacht und ist weg. Oh, oh. Dark Druid, so, komm her. Spark, ich habe Lava gefunden. Ich hab die Befürchtung, der killt mich. Ich hab einen gekillt. Ich hab ein Bauteil gefunden, muss aber direkt weglaufen, weil ansonsten der nächste Druide kommt, mich killt. Ich habe die Hälfte des Lebens verloren. Oh, heftig. Sehr gut, schnapp die Lava mit. Ja, ich habe jetzt 8 Eimer Lava. Das ist auch direkt unter unserer Basis. Greifen. Das ist fein. Ich habe jetzt den, was war's? Komm, ich habe noch ein Bauteil hier gerade gefunden. Wo ist es? Das habe ich nicht eingesammelt. Rice habe ich hier. Ich tue mal ein paar Sachen nochmal raus. Plant, Twine, Wildberry Bushes. Wo war das denn gerade? Der hat doch einen Teil gedroppt. Ich muss kurz warten, bis ich wieder full life bin. Vielleicht habe ich es gerade nicht eingesammelt. Aber Seerosen habe ich mitgenommen. Der hat doch gerade safe einen Teil gedroppt. Also ist vielleicht wirklich Inventar voll oder was wieder? Naja, warte, ich guck mal, ob das hier noch liegt. Ja, es liegt noch da.
Okay, ich hab's. So, oh, nächster Druide. Ja, die spawnen auch immer wieder und. Eieieiei, nein. Der, weißt du, der kann sich teleportieren. Der hat Magie, macht sich unsichtbar, teleportiert sich. Okay, der zweite ist down. Zweite Druide ist down und hat er auch wieder einen Teil gedroppt. Er hat auch wieder einen Teil gedroppt. Ich habe das zweite Teil von unserem Teleport-Dings. Nice, und wir haben jetzt 4, wir haben jetzt 4000, wir haben jetzt 8000 Millibuckets Lava. Sehr schön. Das ist nice. Ich mache das mal die Bären zuerst weg, so als Ressource. Ja, du musst dir so vorstellen, das ist so ein Steinkreis, da spawnen Druiden und die teleportieren sich von A nach B und lassen dich in die Luft schweben und kicken dich weg. Aber zum Glück immer nur einer. Also der nimmt dich einfach und macht, spielt mit dir Telekinesis Volleyball. So nach dem Motto. Der nimmt so, ich schau mal ganz kurz. Kann man, ich sehe hier gerade, man kann hier nämlich, es gibt ja Chestplate Core Pattern. Weißt du? Macht man daraus die Rüstungen? Von Tinkers? Ich glaube ja. Eieieiei, dieser Druide, ey. Weil dann würde ich uns einfach eine komplette Eisenrüstung machen, wenn es fein ist für dich. Ja, mach ruhig. Obwohl die Tinkers Chest, die geht immer noch ein bisschen anders, ne? Okay, Leute, ich habe alle Teile voll. Ich habe sogar noch zwei extra, weil die mich nicht ranlassen zum Craften an diesem Tisch. Ich muss das jetzt so schnell wie möglich einmal machen, weil ansonsten schlecht. Oh, es wird sogar vorgeschlagen hier oben. Ja, gute Neuigkeiten für dich, Spark. Ja. Bald ist der Blutaltar Stufe 3. Und wenn du nach Hause kommst, gibt's eine schöne Rüstung für dich. Juhu. Ja, irgendwie der hallo? Der Talisman. Hallo? Oh, das Ding baut sich zusammen. Die Teile bauen sich zusammen. Ja, ich hab den Swarm-Talisman. Nice. Ich hab einen. Gimme that. So, und ich bin jetzt hier raus. Die sind so ekelhaft. Die machen so viel Damage einfach. Gut, wir haben's. Give me that. Ich bin weg. Aber ich glaube, der teleportiert sich jetzt hinter mir her. Nee. Klappt gut. Okay. Ja, ich habe den Swarm-Talisman fertig. Und wir können es jetzt ein Portal bei uns machen, indem wir einen Sapling auf den Boden setzen. Ganz normalen Vanilla-Sapling. Und da mit diesem Talisman Rechtsklick drauf machen. Und dann wird dort ein Portal zu den Betweenlands entstehen. Und das heißt, ich mache mich da mal zurück. Das ist ein langer Weg. Wird auch eine Weile dauern. Und dann sehen wir uns wieder beim Kev vor Ort. Bis gleich. So, der Kev hat wieder ganz brav Tag gemacht immer. Und Hallöchen. Natürlich. Zurück in der Base. Also wenn man aber den Weg hat, dann passt das. Ich habe leider den Atlas diesmal nicht dabei gehabt. Also habe ich keine Karte gehabt, aber ich habe mich so ein bisschen an den Biomen orientiert. Ich habe das Ding dabei. Wollen wir mal das Portal hier irgendwo bei uns setzen? Ein Oak Sapling? Oh ja, das wird interessant. Hast du bestimmt eigentlich gesehen. Ein Oak Sapling. So, ich bin auch gespannt. Ich bin hier so viel am Durchschustern. Unser Portal hier am Weiterbauen, das wird... Wo ja, wollen wir das Portal hinbauen, Kev? Ist das gefährlich? Also kommen da Mobs raus, oder? Nee, das nicht. Es ist allerdings... Dann mach es aber nicht hier in der Nähe, weil beide Altäre werden noch größer. Ich habe den einen jetzt schon versetzt. Nee, bau das klar. Mal hier bei den Bäumen hin oder so. Die Sache ist die, das Portal ist so groß, die Bäume sind im Weg. Was? Ja, also, okay, dann mach das hier hinten hin, noch weiter hinten, oder? Pass auf, wir können es auch ein bisschen auf dem Wasser machen, weil dort wird nämlich ein, dort wird ein eigener Baum entstehen, so ein Mangrovenbaum, und in diesen Baum können wir reingehen. Pass mal auf, wollen wir das irgendwie vielleicht... Bin ich echt gespannt. Ich mach das einfach mal hier so, dann zieh ich mir so mit Erde ein Dings hoch, ne? So machen wir das, dann kommt hier ein Sapling drauf und Achtung, are you ready? Yo, let's go. Sehe ich gerade, ist egal. Und? Ich bin da. Kaboom. Hab's. Ah, so einer. Oh, cool. Alter, genau. Wie geil ist das denn? So. Und da kann man jetzt in das Ding rein. Ah, da muss man hier im Portal wahrscheinlich stehen bleiben. Ja, du musst stehen bleiben im Portal und dann bist du hingeportet. Oh, wie geil ist das denn? Wir brauchen aber auf jeden Fall Rüstung, um da drin klarzukommen. Huhu, cool. Ja, das ist auf jeden Fall ein ginormous Tree. Absolut riesiger Baum. Der Blutaltar ist jetzt auch geupgradet. Wir brauchen nur noch 4 Glowstone, die oben auf diese Pillar sein sollen. Alter, ja. Das war so viel Mühe.
Ich werde jetzt auch demnächst ein paar Blut, also Rune of Sacrifice machen. Das heißt, wenn wir Blut opfern, kommt halt mehr Prozent rein. Und hier, guck mal auf den... Geh mal hier drauf. Ja, wo? Hier. Ja, gut, hier ist immer relativ. Also da, wo ich stehe. Ja. Das ist, also ich glaube, das wird jetzt noch kein... Soll ich das craften? Ja, gerne. Ja, hab ich gemacht. Es gibt noch keinen Erfolg, aber das ist nach der Smeltree der nächste Erfolg. Also ich glaube, wir brauchen halt nur für den Controller jetzt... Okay, und dann brauchen wir einen so ein Aqua-Middle-Gem. Zeigt Richtung Spawnpoint. Das ist also nach da unten. Also da finden wir immer wieder zurück. Das ist auch ganz nice. Aber wenn man den Nussbar, hast du Bock auf eine Rüstung? Ich habe ja was für dich. Ja, ja, hier Leute, das ich hat echt... Ich habe nämlich alles gemacht. Ich mache jetzt Eisenschwerter, Eisenrüstung... Von allem das Feinste hier vom Weaponsmith. Ja, Leute, ich war ein paar tausend Blöcke weg und Käfer in der Zwischenzeit einfach alles hier fertig gemacht. So, let's go. Da wird einfach die Chestplate gegossen. Iron Chestplate Core. Zack. Super, super Schuhe nice. Schuhe kriegst du auch, da. Yep. Am Anziehen. Nee, stopp, Moment. Alles. Ich das kann ich doch gar nicht anziehen, ne? Ich habe schon alle Patterns gemacht. Wir haben wirklich von allem massig. Also auch Lava. Das kann man doch gar nicht anziehen, ne? Wie? Das kannst du nicht anziehen. Das ist ein Core und das musst du, glaube ich, noch weiter verarbeiten, oder? Hier, probier das mal anzuziehen. Geht nicht. Wie? Kannst du nicht anziehen. Die verkackern? Damit kann man nichts machen? Alles umsonst gemacht. Aber warte mal ganz kurz von dem... Hä? Tinkersachen? Nee, ich glaube, da muss man noch was machen. Es ist ja nur ein Kern, das ist ein Material. Ein Material. Und mit dem Material kann man da nicht irgendwelche Rüstung upgraden oder so? Warte mal, das heißt, wir müssen einfach nur so was nee, warte. Bei Tinkers Armory war das, glaube ich, dazu. Wie ging das denn nochmal? Ich glaube, das musste man bisschen anders machen. Und jetzt hast du, glaube ich, einen Upgrade oder so gemacht von der Rüstung, aber keine Rüstung kann Ach, sein. Ach Mist, ich dachte, weil das... Mist. Ja, also es steht, dass es ein Material ist. Chestplate, das ist auch von Constructs Armory war das. At Constructs Armory. Genau, und das ist ein Material added by Tinkers Construct. Wir brauchen eine Armor Station, alles klar. Ja, genau, in der Armor Station und da muss man es irgendwie zusammen... Okay, warte, dann mache ich ganz kurz eine Armor Station, ist ja auch kein Problem. Ja, da müssen wir reingucken, aber irgendwie sowas. Ach, und dann muss ich... Okay, also ich meine, das ist ja nicht für die Katz. Ja. Ach, und da kann ich jetzt den Core reintun und je nachdem, was ich jetzt außenrum für Items tue... Eieiei. So, dann habe ich jetzt mal in dem Teil hier auch geschaut, wegen Upgrade. Ich habe jetzt gerade geguckt, also ich brauche noch die Plate Patterns und die Trim Patterns. Ich mache dir trotzdem alles aus Eisen. Ein Mann, okay. Ein Versprechen. Mach das. Ich meine, ich habe alles da, wir haben das Eisen auch. Jetzt muss ich nur noch einmal Gold schmieden. Oh, jetzt habe ich so viel Eisen hier drin, Mist. Uff, ja. Dauert doch noch einen kleinen Moment. Ne, ist okay. Ich würde gerade mal gucken, ob wir das Upgrade machen können von dem Altar, weil das brauchen wir auch als nächstes. Dafür brauche ich kein Glowstone, das ist das Ding. Nee, hier von dem anderen Altar. Hast du einen Eimer schon von Astral Sorcery, nicht von Blood Magic? Ach so, Eimer haben wir, da ist gerade aber Lava drin, dooferweise. Okay. Ich kann die Lava aber woanders hinsetzen. Also. Eiseneimer haben wir noch nicht, oder? Doch, hier. Ich habe schon Eiseneimer gemacht da. Okay, genau. Den kriegst du, glaube ich, wieder von Alles Klasse. Schon da. Genau. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das hier ausreichen wird. Doch. Da müssten schon zwei oder drei Eimer drin sein. Nee. Ich meine nur hier das Starlight. So. Was wir kriegen. Das Starlight, was wir kriegen, das ist die Frage. Und zwar, wir müssen unter anderem auch solche Marble Pillars machen. Kann ich hier, indem ich zwei von den Marbeln übereinander lege, da brauchen wir was. So, und dann brauchen wir auch wieder zwei von diesen Chiseled Marble und ein Rock Crystal. Das habe ich noch hier. Und ein Rock Crystal habe ich auch. Und jetzt ist die Sache, ob das Starlight reicht.
Weil das glaube ich nämlich mal wieder nicht. So, war das nicht so? Und den Zauberstab, den du hast. Wie sieht's denn aus? Kann ich mir den mal borgen? Achso, klar. Sekunde, wo habe ich ihn? Nee, der müsste in der Kiste hinten sein. Links neben dem Blast Furnace. Links neben dem Blast Furnace. Okay, genau. Da ist endlich mal das Ding drin. Hier ist auch ein Forsig Resonator. Ah, den kann man, glaube ich, usen oder so. Dann sieht man, wo sich viel Starlight sammelt. Eventuell, ja, das habe ich irgendwie nicht verstanden, aber irgendwie so soll es funktionieren. Oh, oh, klappt das schon? Klappt das Upgrade? Oh mein Gott, der Beam? Ja, ich glaube, das wird nicht ganz klappen, weil ich gerade tagsüber mache, ne? Meinst du, da ist zu wenig Dings da drin? Ja, das kann Energie. Ganz gut sein. Jedenfalls Energie wird gerade gezogen. Wir müssen mal warten, bis Nacht ist, schätze ich mal. So, Leute, es wird so langsam Nacht. Und ich würde sagen, wir warten noch ganz kurz auf das Starlight. Okay, nee, es ist schon oben. Und dann, Achtung, reicht es für ein Upgrade? Ah. Also der Balken ist zwar voll, ne, aber das... Das sieht so cool aus. Ja, ich bin mir nicht sicher, ob das schon reicht, ne? Reicht das? Rezept? Eigentlich, wenn der Balken voll ist, sollte es klappen. Mach mal Rechtsklick mit dem Wand. Hab ich schon. Das wird, hast ja angefangen. Nochmal? Ja, ja. Liegt das vielleicht daran, dass wir da Items daneben haben, dass der ein bisschen Platz braucht? Möglich. Weiß jetzt gerade nicht. Aber eigentlich, ich vermute halt vielleicht... eine 4x4 Area? Es kann sein, dass noch zu wenig Energie oder so da ist. Ich habe jetzt gerade, wir haben ja gerade Nacht, dann würde ich nochmal gucken mit diesem Teil, ob hier irgendwo eine Area ist, die sehr energiereich ist. Diesmal war auf dem Pferd, würde ich sagen. So, haben wir irgendwo eine energiereiche Area? Die Spots sind selten. Ich bin auch gleich fertig, oh mein Gott, das sind... Weißt du, wie viele Teile ich hier gerade gecastet habe? Weißt du, wie viele Enderman hier gerade rumrennen? Du hast auch gesucht, da rennen zwei Enderman. Ja, ich habe da keine gefunden. Vielleicht hat sich das erst aufgebaut. Ich habe insgesamt, warte, 4, 8, 10, 12, 14, 16. Ich habe 22 Teile gecastet gerade. Und wir beide ein komplettes Set kriegen. Alles klar. Das ist so viel, ey. Bei mir schon was im Chat. Uvision expands, you've learned about more about attunement. Habe ich gerade was gefunden? Nee, warte. Ist der Tisch fertig? Der Tisch ist fertig, ja. Ja, okay, gut. Dann hat es doch gereicht. Ich war mir nicht sicher. Das hat aber ewig gedauert. Yo. Starlight Upgrade. Und er sieht wirklich größer aus. Also ich glaube, das war gut, dass wir da den Platz gelassen haben. Ja, hier sind wieder Mobs am Start. So. Gut. Dann gehe ich hier wieder... zurück. Auch den Pferdewagen wieder dabei. Sattel mal eben ab. Alles klar. Und der Tisch ist da, meine Freunde. Oh, yes. Der sieht wirklich größer aus. Und hier können wir jetzt größere Rezepte machen, weil der hat hier noch so äußere Ecken vorne dran. Und das ist doch schon mal wieder nice. Dann können wir gucken. Wir haben das Upgrade geschaffen. Jetzt müssen wir... auch unter anderem mal so ein Ingot hier machen. Und so ein Starlight-Ingot, um der Hauptquest weiterzukommen. Und das machen wir folgendermaßen. Habe ich das Rezept schon mal rausgesucht gehabt. Das ist hier etwas anders als normalerweise. Wir müssen so ein Star-Metal-Ore machen. Und das geht auch hier im Starlight-Crafting-Altar. Und hier brauchen wir jetzt ein paar Sachen. Erstens, wir brauchen noch Iron Cluster. Also die Mod-Items sind mitbedacht worden. Cleanstone, Stardust habe ich 2 Stück. Und wir brauchen noch 4 Nocturnal Powder und 4 Illumination Powder. Illumination Powder machen wir mit Glass Shards plus Sandstücken, Gunpowder und einem Eimer wieder. Aquamarin. Achso, ja, genau. Den kannst du gerade wieder haben. Weil die Lava liegt halt immer noch mitten in der Pampa. Ich hab den nicht. Ich glaube, der hat sich verbraucht. Er hat sich verbraucht. Ist kein Problem. Ich mache einfach weitere Eimer hier. Ja. Gut. Ich habe ja schon die Mode da. Dann, würde ich sagen. Für das Starmetal, also ich brauche Sand, den haben wir irgendwo, tonnenweise Sand übrig. Irgendwo haben wir noch Sand, wir haben noch irgendwo ein Stack übrig. Och man, finde ich gerade nicht. Ein Stack Sand hat irgendwo, dann baue ich den gerade noch kurz per Hand ab. Also wir brauchen so 2 Sand.
Blöcke und daraus einmal Glas-Shards, aber die können wir machen, indem wir so Sand-Shards kriegen wir es hin, genau, Pile of Sand, das müsste schon reichen. 4 zum Craften und dann noch welche zum Durchschmelzen. Das Portal, da kommen die ganze Partikel drüber geflogen. Da würde ich mal kurz in den Ofen reingehen, das da reinschmeißen. Ofen steht jetzt hier. Dann werfen wir da mal 4 rein. Die dürfen durchbrennen. Also das ist eigentlich super, super billig. Da brauche ich noch einen Gunpowder. Wir haben bestimmt irgendwann mal Creeper zerlegt. Genau, das habe ich hier. Und einen Aquamarie-Kristall. Wir sollten auch die Nacht eigentlich beibehalten. So, dann... Wo war der Aquamarie-Kristall? Also, okay. Die Arme, ich habe jetzt 4 Eimer gemacht. Das heißt, Powder. Sollten wir jetzt erstmal immer etwas da haben, wenn wir welche brauchen. Jo. Das ist schon jetzt mal einfach zu machen. Gut. Gunpowder rein. Außen an die Glas-Shards, wenn 4 Brennvorgänge durch sind. Ja, sind sie. Brauchst du Cleanstone? Ich glaube, einen brauchte ich mal für irgendein Rezept, aber das kann ich jetzt noch. Bei dir? Ja, nee, aber gerade nicht. Aber für später für irgendein Rezept. Ich hab's eingesagt. Aber das macht er jetzt gerade nicht. Ich habe das auch eigentlich richtig gemacht, oder? Mit Illumination Powder. Zwar kann ich dich um ein Opfer bitten? Ich brauche Blut. Kev und sein Blut. Ich brauche Blut. So, keine Leben mehr. Dankeschön. Ja, voll essen. Also, ich habe das Rezept eigentlich gerade richtig gemacht, wenn ich mich nicht ganz täusche. Aber es wird gerade nicht vorgeschlagen. Wir brauchen Glass Shards außen. Oh, oder wir könnten auch im normalen... Ist das der richtige Marble, den du reingepackt hast? Das muss der von der Modifikation sein, von Astral Sorcery. Da braucht kein Marble. Ich mache gerade das Illumination Powder. Aber ich glaube, auch beim Illumination Powder kann ich ja draufklicken auf das Plus, dann wird das... Ich habe das Richtige drin. Und wenn ich jetzt hier drauf drücke... warte mal kurz, habe ich das falsche Ding gehabt? Nee. Starlight Crafting Altar, der macht nichts. Wenn ich jetzt hier draufklicke, der stellt das nicht her. Willst du Illumination Wand machen, sagst du? Oder Illumination Powder? Illumination Powder. Und ich kann das auch mit Plus reinlegen, dann landet das da richtig drin. Nehmen wir die Glashards raus, Pile of Sand raus, Dings raus, Aquamarin raus. Und wenn ich jetzt Just Enough Items gehe, Plus reinlege, liegt das alles drin. Fertig. Aber da ist noch so ein rotes Ding. Guck mal, das zeigt ja unten irgendwie rot. Das hat ja irgendwas zu bedeuten. Ja, vielleicht, weil nicht genug Starlight. Meinst du, vielleicht, weil wir hier ein bisschen Platz geschaffen haben, ist das problematisch? Oder einfach... Leg mal da einen so einen Shard rein. Kev, vielleicht ist es auch einfach... Kev, vielleicht ist es einfach nur gerade Tag, ne? Ja, aber das war die ganze Zeit rot. Vielleicht braucht er hier irgendwie eine Flüssigkeit drumherum. Nee. Oh, das ist ja passgenau hier drin. Braucht er nicht. Der braucht nur Starlight. Ach so. Das ist okay. Nur zum Flüssigkeit sammeln. Okay, wir werden das rauskriegen, vielleicht zur Not in der nächsten Nacht oder eventuell müssen wir jetzt echt mal los und hier so Spots finden in der Nacht mit diesem Forsic Reactor, um festzustellen, wo hier gute Spots sind, wo Sternlicht runterscheint. Dann, wenn wir dort unser Starlight-Altar einfach ausbauen, auch wenn es ein bisschen außerhalb ist, dann müssen wir halt nachts irgendwie in den Wald oder so und dann das einmal durchcraften. Aber ich dachte gerade, war auch noch ein bisschen Nacht, hat aber irgendwie nicht gereicht, das Powder jetzt zu machen. Wir brauchen das Powder, das Nocturnal Powder brauchen wir auch nochmal. Das muss ich aber dann im Luminous Crafting Table machen, nicht in dem Erweiterten. Wir müssen nochmal einen normalen Luminous Crafting Table machen und den daneben stellen. Also T1 brauchen wir einmal, den T2. Wir haben jetzt in die aktuellen Jahre geupgradet. Gut, bis zur nächsten Folge, würde ich sagen. Seht ihr beim Kev. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann. Ciao, ciao. Ciao.